Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Ja, heute für auch wieder was ganz Schnelles. Na, kochen kann man das wahrscheinlich nicht nennen, aber ich will euch nochmal zeigen, wie einfach man einfach Schokolade in Thermomix auch schmelzen kann. Und ich möchte nämlich heute machen, also ich bekomme heute Besuch und da mittlerweile glaube ich, alle schon fast die Schnauze voll haben von Plätzchen, habe ich gedacht, möchte ich heute mal so was Frisches, also Frisches machen. Und zwar Schokobananen. Und ich liebe die, wenn man die so auf der Kirmes sieht oder so. Aber ich kann sagen, dass ich bestimmt schon 15 Jahre keine mehr gekauft habe, weil ich einfach diesen Preis sehr, sehr happig finde. Also mittlerweile eine Banane so in der Größe 4 Euro auf dem Weihnachtsmarkt oder auf der Kirmes, das ist ja was ganz Normales. Ne? Und da muss ich sagen, ich werde da jetzt wohl 4 Stück von machen und kommen nicht auf 4 € Preis. Natürlich, man muss da immer sehen, auf dem Weihnachtsmarkt, was die da an Standmiete bezahlen müssen. Das Personal muss bezahlt werden. Ja, verstehe ich alles, aber ich finde es einfach zu viel. Ja, man kann es übertreiben. Ja, und ich habe hier noch eine Lindt-Tafel. Ja, wie gesagt, ich kaufe die ja immer in Bad Münstereifel in diesem Outlet-Store. Und ja, da kostet die nicht so viel. Das ist ein, ich glaube, 5er oder 6er Pack und das kostet 5,99. Also wirklich vom Preis ganz okay. Da ich jetzt aber finde, dass es jetzt auch nicht so viel ist, habe ich hier noch Dark Fondue Chocolate, hatten sie bei Lidl und da habe ich gedacht, ach, da packe ich da noch ein bisschen mit rein. Ja, und ich habe 4 ziemlich kleine Bananen, aber das wird sich dann zeigen, wie viel ich davon dann machen werde, weil ich werde die immer zur Hälfte portionieren, damit ja. Ansonsten, wenn wir da heute Nachmittag einen Kaffee trinken sitzen und dann mit einem so einer, mit so einem Spieß, das sieht auch ein bisschen doof aus. Deswegen werde ich da kleinere Stücke machen und ich habe dann hier so eine Party, wie nennen die sich? Fleischspieße. Ja, das passt ja. Ist halt Fruchtfleisch. Ne? Also die Tafelschokolade, die ich jetzt drin habe, die wird ganz kurz hier eben zerschreddert. Ah, der Muffel ist Gott sei Dank gerade rausgegangen. Also das war jetzt 7 Sekunden auf ja, 5 ungefähr. Und ja, da ist es schon schön zerkleinert worden. Ich schiebe das jetzt noch ein bisschen runter. Also das sieht jetzt nicht so viel aus. Und deswegen packe ich hier noch von dieser Dark Fondue Chocolate. Die gab es bei Lidl jetzt zur Weihnachtszeit. Und da packe ich noch so die halbe Packung dabei und gucke gleich mal, ob ich noch was brauche. Ja, und das wird jetzt. Also ich werde das jetzt noch mal kurz vermengen und zerschreddern, dass jetzt sich das gut durchmischt, beide Schokosorten. Ja, und das hat sich jetzt gut vermengt. Und jetzt, also ich stelle es jetzt erstmal auf 7 Minuten und auf 40 Grad, weil ja, das habe ich ja aus meinem Sachertortendebakel gelernt. Das war einfach zu eine große Hitze, da hat es nicht geklappt. Und ich werde das jetzt bei 40 Grad und lasse das so auf 1 jetzt rühren, damit die Schokolade sich schön auflöst. Und ich habe jetzt gerade schon mal reingesehen und das schmilzt richtig gut. Ja, also bei den Bananen kann ich sagen, ich habe die jetzt ein bisschen in den Kühlschrank gepackt. Also vielleicht 2 Stunden. Ansonsten packe ich Bananen wirklich nicht in den Kühlschrank. Also da gehören die ja eigentlich nicht hin. Aber ja, damit die jetzt ein bisschen härter sind. Ne? Ja, und jede Banane werde ich mir jetzt nochmal in der Mitte halt durchbrechen. Und mit dem Spieß halt einmal durchstechen. Also ich habe jetzt erstmal 3 Bananen genommen, um zu gucken, wie das denn jetzt reicht gleich von der Menge. Ja, und es ist wirklich, wie man sieht, richtig schön flüssig. Und das soll es halt auch unbedingt sein, also wie man sieht, richtig flüssig, damit man die Bananen auch richtig schön übergießen kann. Ne? Und das mache ich nämlich jetzt auch, dass ich die einfach drüber halte. Und schön von allen Seiten begieße. Und da ist wirklich eine Tafel Schokolade, wäre wirklich zu wenig gewesen. Also vielleicht werde ich gleich auch von diesen anderen
Schoko, also für dieses Schokofondue, da auch nochmal welche schmelzen. Aber dann muss ich mal gucken, wie viel das jetzt wirklich gibt. Ja, und ich finde, das sieht doch schon mal richtig schön aus, ne? Das darf hier noch ein bisschen abtropfen. Und dann machen wir gleich mit den nächsten weiter. Und ich will auch wirklich, dass die Banane vollkommen ja, vollkommen diese Glasur hat, weil sonst würde die ja braun werden, ne? Das ist ja auch nicht schön. Und damit die auch wirklich noch abtropfen können und nicht auffliegen, wo dann ja die Schokolade dann hinterher ja so blöd dann kleben bleibt, mache ich das einfach auf ja, so einen Glasbehälter da, also natürlich jeder andere Behälter auch. Und da können die jetzt, da kann die Schokolade erstarren und hart werden wieder. Und ich glaube, dass die Menge Schokolade, die ich jetzt hatte, wirklich genau für 3 Bananen gereicht hat. Also das ging jetzt wirklich so schnell und einfach. Und ja, ich finde, dass sie klasse aussehen. Die dürfen jetzt noch richtig hart werden. Also bei mir hat es jetzt auch wirklich gar nicht lange gedauert. Da war die Schokolade hart und da braucht man nicht viel Zeit für einrechnen. Ja, also 2, 4, 6 Stücke. Natürlich, wenn man jetzt die ganze Banane, dann hätte man es auf dem Schaschlikspieß gemacht und dann hätte es nur 3 gegeben. Aber wie gesagt, ich hatte die Reste dann noch zusammengekratzt und habe das mit aller Macht noch auf dieses Probierstück drauf geschmiert. Deswegen sieht die ja halt leider auch eher aus wie eine Gewürzgurke, anstatt eine Banane. Aber natürlich will ich mit euch noch den Geschmackstest machen. Und dafür habe ich es mir jetzt mal in mundgerechte Stücke geschnitten. Ich muss sagen, also an diesem Stück ist natürlich die Schokolade sehr dick, weil die ja schon halb wieder angezogen war und ja, ich die etwas brutaler da verschmieren musste und nicht so schön drüber laufen lassen konnte. Aber geschmacklich. Lecker, lecker. Also besser als auf dem Weihnachtsmarkt, weil das ist jetzt wirklich richtig frisch und ich glaube auch, dass die Schokolade, die ich jetzt verwendet habe, bestimmt besser war, als was da so genommen wird. Auch wenn ihr das jetzt vielleicht heute für den Heiligabend, weil Heiligabend werde ich dieses Video jetzt doch auch noch rausbringen. Einfach, weil ich denke, dass es eine gute Möglichkeit auch ist, wenn jetzt diese Schokoladen-Weihnachtsmänner und so, wenn die dann Anfang Januar sehr trübsinnig und traurig da noch stehen. Ja, was macht man da immer damit? Also ich mag zum Beispiel gar keine Weihnachtsmänner. Das ist also diese Schokolade, diese Rotschokolade, das ist nicht so für mich. Aber jetzt so verarbeitet haben die noch ein tolles zweites Leben und da würde ich es dann auch mögen. Ja, deswegen für euch halt schon mal, also die Schokolade, die übrig bleibt, die so keiner mehr essen will, kann man super noch verwenden. Wenn ihr das jetzt seht, dann bin ich wahrscheinlich jetzt auch in den letzten Vorbereitungen noch an Heiligabend. Ja, diese Aufregung, die man ja immer braucht, sonst gehört es ja nicht. Also sonst ist nicht Weihnachten, wenn es nicht auch ein bisschen Stress und Aufregung ist. Das habe ich auch beim Einkaufen schon erlebt im Kaufland. Furchtbar. Furchtbar. Aber es gehört einfach dazu, alle Jahre wieder. Euch wünsche ich heute an Heiligabend, also wenn ihr das jetzt seht, ist Heiligabend bei euch, bei mir ist 4. Advent. Ja, wünsche ich euch ein wunderschönes Fest, also das schönste Fest des Jahres, also für mich. Ich liebe ja Weihnachten, ich bin ja ein Weihnachtself. Ja, der Muffel wird es jetzt nicht so toll finden, weil es kommt fast jeden Tag jetzt Besuch und wenn eins der Muffel nicht mag, dann ist das Besuch. Er ist jetzt schon misstrauisch, weil er denkt so, die ist schon so in Vorbereitung, da kommt doch bestimmt jemand. Ja, aber euch wünsche ich wunderschönes Fest und ja, mit viel Ruhe, Besinnlichkeit, Freude und ja, mit euren Lieben genießt die Zeit. Nach Weihnachten geht es hier wieder auf dem Kanal, wie immer, halt weiter. 2 Videos die Woche und ja, in dem Sinne, ein schönes Fest. Tschüss!